Hallo, mein Name ist Julia und ich bin dein Mathematik macht Freude Freunde Coach beim Lernzyklus über den Prozentkreis. Wir haben uns ja bereits mit Prozenten etwas auseinandergesetzt und jetzt wollen wir versuchen, diese grafisch darzustellen. Falls du noch gar nicht weißt, was so ein Prozentkreis ist oder wie man sowas zeichnet, keine Angst, dann bist du hier genau richtig, denn wir werden uns das jetzt gemeinsam anschauen. Und los geht's. Du weißt ja bereits, 100%, das ist dasselbe wie 100 Hundertstel. Wieso? Prozente sind Hundertstel, das haben wir schon gelernt. Und 100 Hundertstel, das ist genau ein Ganzes. Falls du das nicht mehr so genau weißt, schau dir am besten nochmal den Lernzyklus über den Prozentbegriff an. Unser Ziel ist es jetzt, diese 100% grafisch darzustellen. Ein Ganzes, sagen wir zum Beispiel ein ganzer Kreis. Der ganze Kreis, das sind unsere 100%. Hier siehst du es nochmal. Jetzt fragst du dich vielleicht, wieso gerade ein Kreis? Kann das nicht eine andere Figur sein? Natürlich, ich könnte jetzt genauso gut ein Rechteck wählen, so wie hier, und sagen, das ganze Rechteck, das sind meine 100%. Und davon schaue ich mir dann andere Prozentwerte an. Das wird doch ganz häufig verwendet, dass man sagt, wir stellen das in einem Prozentstreifen dar, so wie hier in dem Rechteck. Trotzdem bleiben wir heute mal nicht so hier bei dem Rechteck, sondern bei dem Kreis und überlegen uns, wie das mit einem Prozentkreis funktioniert. 100% ist der Ganze, weil 100% ein Ganzes ist. Was auch noch klar ist, dass 50% dann ein halber Kreis sind. Wieso? 50% ist die Hälfte von 100, also der halbe Kreis. Ich glaube, das erklärt sich noch ganz gut. Aber wie kann ich dann zum Beispiel 21% darstellen? Das ist dann nicht mehr so einfach. Und diese Frage, die werden wir uns jetzt stellen und auch beantworten. Damit wir das lösen können, müssen wir uns zuerst überlegen, wie viel Grad ein Kreis überhaupt hat. Vielleicht denkst du dir im ersten Moment, wozu Grad? Was hat das mit Prozent zu tun? Das ist ganz wichtig, dass wir solche Tortenstücke, also Kreissektoren, dann wirklich auch zeichnen können. Ich habe diesen Kreis hier in vier solche Kreissektoren gegliedert und farbig markiert. Wir können uns jetzt überlegen, wie viel Grad ein so ein Sektor hat. Das sieht man ganz leicht, wenn man das Geodreieck anlegt, so wie ich das hier jetzt mache, das hier, das ist ein rechter Winkel. Das heißt, ein Viertel von diesem Kreis hier hat 90 Grad und das habe ich viermal. Das heißt, der ganze Kreis, der hat viermal 90 Grad. Das kannst du jetzt ausrechnen und du wirst sehen, dass viermal 90 360 ist. Das heißt, der ganze Kreis, der hat 360 Grad. Schauen wir uns an, was wir jetzt damit weitermachen können. Der ganze Kreis, das waren ja unsere 100%, haben wir gesagt. Das heißt, die 100%, die sind genau 360 Grad. Jetzt können wir uns überlegen, wie viel Grad dann zum Beispiel 1% wäre. Mit einer leichten Schlussrechnung können wir uns das ausrechnen. Dass ich von 100 auf 1 komme, da muss ich durch 100 dividieren. Ich schreibe das hier seitlich gleich dazu, denn 100 durch 100 ist 1. Jetzt muss ich dasselbe auf der anderen Seite auch machen, um die Gleichung immer noch richtig zu stellen. Du kannst dir das wie bei einer Waage vorstellen. 360 durch 100. Wir können die Eselsbrücke vom letzten Video anwenden und das Komma um zwei Stellen nach links verschieben. Das heißt, wir erhalten 3,6 Grad für 1%. Möchte ich hier in den Kreis zum Beispiel einen kleinen Sektor einzeichnen, der 1% entspricht, hätte der 3,6 Grad. Wir können so auch überprüfen, ob 50% denn tatsächlich ein halber Kreis sind. Wie machen wir das? Wir überlegen uns einfach, wie viel Grad 50% entsprechen. Von 1 auf 50? Klar, da muss ich mit 50 multiplizieren. Das heißt, ich muss dasselbe auf der anderen Seite auch machen.
3,6 mal 50. Da das vielleicht im Kopf schon nicht mehr so einfach ist, werde ich jetzt eine kleine Nebenrechnung machen. Ich schreibe es hier unten nochmal für dich auf. 3,6 mal 50, das wollen wir berechnen. Okay, 5 mal 6. 5 mal 6 ist 30, das heißt, ich schreibe 0 her und 3 merke ich mir gut. Denn 5 mal 3 ist 15, plus die 3 von vorher sind 18. Den Nuller hier, den hänge ich einfach hinten dran. Da ich bei 3,6 eine Dezimalstelle habe, also eine Stelle nach dem Komma, muss ich auch bei meinem Ergebnis eine Stelle nach dem Komma beibehalten. 50% sind also 180 Grad. Wenn ich mir das in dem Kreis von vorher anschaue, 180 ist genau 2 mal 90, also 2 solche Stücke, also genau ein halber Kreis. Perfekt, wir haben also vorher richtig überlegt. Jetzt aber zu dem Beispiel, das nicht mehr so leicht im Kopf ging. 21%. Wie kann ich das darstellen in einem Prozentkreis? 21%. Ich muss die 1 mal 21 rechnen, also auch 3,6 mal 21. Wenn du das nicht immer per Hand rechnen möchtest, kannst du so wie ich jetzt auch mal einen Taschenrechner verwenden. 3,6 mal 21 sind 75,6 Grad. Diese 75,6 Grad wollen wir jetzt in dem Kreis einzeichnen. Den habe ich hier schon mal vorgezeichnet mit einem Zirkel. Die Größe ist dabei ganz egal. Du kannst dir selber aussuchen, wie viel Platz du hast. Jetzt zeichne ich noch einmal den Radius ein. Hier kannst du das sehen. Ich zoome ein bisschen heran, dass du besser sehen kannst, was ich hier jetzt beim Zeichnen mache. Im nächsten Schritt werde ich das Geodreieck an den Radius anlegen. Schau dabei, dass du wirklich schön auf der Linie liegst. 0 soll dabei beim Mittelpunkt des Kreises liegen. Wir wollen jetzt den entsprechenden Winkel abtragen. Der war 75,6 Grad. Ich suche mir also hier die 75,6 und markiere mir einen Punkt. Jetzt kann ich diesen Punkt verbinden mit meinem Mittelpunkt. Und so noch einen Radius einzeichnen. Und man siehe da, ich habe hier jetzt einen Kreissektor. Dieser Kreissektor, der entspricht genau meinen 21%. Ich markiere es nochmal farbig. Das ist wichtig, dass du das markierst, weil sonst könnte man glauben, die 21%, das ist genau der andere Teil vom Kreis. Ich schreibe es sicherheitshalber auch nochmal rein, dass wirklich klar ist, dieses Stück hier, das sind die 21% von dem ganzen Kreis. Ist ein bisschen weniger als ein Viertel von dem Kreis, weil, wie du vielleicht weißt, ein Viertel wären genau 25%. Okay, sehr gut. Im nächsten Video schauen wir uns dann gemeinsam noch ein paar Beispiele an und überlegen uns auch bei anderen Prozentwerten, wie man das in einem Prozentkreis darstellen kann. Tschüss und bis dann!